und herzlich willkommen zu Talk mit. Heute mit dem David Dave Zibung, Goalie vom FC Luzern. Mein Name ist Andi Wolf. Wir sind hier in der Bar vom Hotel Schweizerhof Luzern. Dave, seit 17 Jahren beim FCL im Einsatz, in der 14. Saison jetzt in der ersten Mannschaft, seit 13 Saison 1. Goalie. Warum? Weil ich irgendwann als junger Bub, sprich im Alter von etwa 11, 12, gemerkt habe, dass ich definitiv mehr Freude daran habe, Ball abzuwehren, als einen Ball hinten nachzuzäckeln. Und ja, dort hat mich die Leidenschaft vom Goalverteidiger gepackt. Und aus dem ist ein grösseres Hobby geworden, nachher ist es der Beruf geworden. Und jetzt ist es immer noch der Beruf. Und das freut mich natürlich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und es ist nach wie vor also auch noch so, dass ich wirklich lieber den Ball abwehre, als den Ball hinten nachsehe. Andere sagen, du sagst einfach ein bisschen im Faulen. Laufst du eben nicht gerne, oder? Ja, nein. Ja, man sagt ja, es braucht ja immer auch die, die so verrückt sind und sich ins Goal stellen lassen, abschießen von 1 Meter, von 2 Meter. Also, die böse wollen, sagen das. Die andere sagt, zum Glück macht es ein anderer und ich muss nicht. Wir sagen aber auch, wenn wir gerade wieder so Sprüche sind, das Eis, der Goalie und 12 der linke Flügel sind ein bisschen speziell. Was für Macken hast du? Das, was ich jetzt schon gesagt habe, eben, Wellen lässt sich schon freiwillig abschießen von dieser Distanz. Als Goalie bist du eigentlich auch immer nur der Held oder eher der Depp. Das sind spezielle Positionen. Also muss man ein bisschen im Flick abhaben. Ich weiss jetzt nicht, ob ich der klassische Goalie bin, der diese grosse Ecke draussen hat, auch wenn ich es ab und zu höre. Ich kann gut mit dem leben und denke, dass es, wenn ich eine Ecke abhabe, dass der sicher nicht so gross ist. Was auffällt, ist sicher, du redest sehr viel auf dem Platz. Stimmlich? Sind die Stimmbänder nach einem Spiel im Keller? Kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an. Wenn es windig ist, sind die Stimmbänder definitiv im Keller. Aber es gehört zu meinem Job, die Mannschaft zu dirigieren. Ich habe ja schon gerne Arbeit im Goal, aber wenn ich gut dirigiere, habe ich eben weniger Arbeit. Und das sollte ja am Ende des Tages auch das Ziel sein, dass wir erfolgreich sein können. Darum habe ich mir angewöhnt, viel zu dirigieren, laut zu dirigieren. Einerseits, um die Mannschaft zu unterstützen, aber andererseits auch, um im Spiel zu bleiben. Weil als Goalie hast du manchmal wirklich 30, 40 Minuten gar nichts zu tun. Und dann in der entscheidenden Situation musst du parat sein. Und mit der Kommunikation oder durch Kommunikation mit meinen Mitspielern oder durch das Führen der Mannschaft bin ich ständig im Spiel. Ich kann mich nicht einfach ablenken, sondern bin wirklich bei jeder Aktion dabei. Dementsprechend ist die Chance am grössten, dass in dieser Aktion, was entscheidend ist, dass ich dann apparat bin. Aber gerade im Winter zum Beispiel, wie macht man das? Weil eben nicht so viel läufst du in deinen Gespänchen. Ich habe immer kalte Füße. Die Schuhe sind ja nicht zwingend gerade die wärmsten Untersätze. Wie kommt das immer? Im Spiel ist man natürlich unter Strom. Das Adrenalin ist sehr hoch, die Konzentration ist hoch und dann merkt man viele Sachen eigentlich gar nicht. Die äußeren Umstände, die blendet man aus, weil man ist wirklich total fokussiert. Als Beispiel gibt es auch, wenn man im Spiel einen Schlag bekommt, der tut einem im ersten Moment weh, aber nachher aus Adrenalin spürt man den Schlag nicht mehr. Aber zwei, drei Stunden nach dem Match, wenn das ganze Adrenalin aus dem Körper geht, wenn der Körper anfängt runterzufahren, tut dir der Schlag erst wieder richtig weh. Und genau so ist es mit der Kälte jetzt bei mir als Goalie. Wir meinten immer auch, dass der Goalie einfach im Goal steht und mal ein bisschen schaut. Aber wir haben das gemessen. Also, ich laufe auch zwischen 6 und 7 Kilometer pro Match. Es ist nicht im Sprint, so wie das die Spieler haben natürlich. Es ist nicht der Rhythmus. Aber es sind schon zwischen 6 und 7 Kilometer spazieren. Du kannst auch immer den Ball holen, wenn es links und rechts ausgeht. Genau, so kommen wir dann halt auch Meter zusammen. Genau. Summiert sich das mit der Zeit. Hast du eigentlich Rituals, so, wo du sagst, das ist für mich wichtig vor einem Spiel, das mache ich, damit ich das Gefühl habe, okay, ich bin Gärtner und jetzt stehe ich das Goal und lag keinen nie? Keine spezielle. Aber wenn ich so darüber nachdenke, weiss ich, dass ich mich ziemlich immer gleich anlege von der Reihenfolge. Für mich ist wichtig, dass mein Ablauf vor dem Match in der Garderobe, dass ich den habe. Nicht, dass ich durch irgendwelche Sachen aus dem Rhythmus gerührt werde. Ich habe mir abgewöhnt, Ritual zu haben, weil das Schlimmste ist, wenn du Ritual hast und durch irgendwelche Umstände die Ritual nicht kannst machen oder was weiß ich, bist du nachher auf dem Platz und du denkst an dem nachher und oh, jetzt fehlt mir etwas. Und das habe ich auf keinen Fall wollen. Und darum bin ich wirklich relativ locker. Es ist nicht so, dass die Zeit irgendwie etwas bestimmt oder was weiß ich so ist. Dann braucht es einfach.
braucht es für mich einfach möglichst viel Lockerheit in der ganzen Vorbereitung des Matches. Du hast vorhin gesagt, eben Held oder Depp ist man als Goalie. Man kann einen riesen Match haben und in der 90. einen Fehler und man steht da mit abgesegneten Dosen. Der Stürmer kann 7-mal aufs Goal schiessen, trifft es nie. 90. macht das entscheidende Goal, ist der König. Wie gehst du mit Kritik um? Mittlerweile sicher besser als in jungen Jahren, weil Kritik gehört zum Geschäft einerseits. Andererseits finde ich, bin ich auch ziemlich selbstkritisch mit mir selber. Ich habe nur mit einer Art von Kritik Mühe. Und das ist die, wenn sie unberechtigt ist oder wenn sie irgendwie persönlich wird. Ich habe kein Problem, wenn irgendjemand mich kritisiert über meine Arbeit im Goal. Aber wenn er mich über meine Arbeit im Goal kritisiert, weil er mich halt nicht so einen coolen findet, da habe ich schon Mühe, aber es ist Business. Ich kann es wirklich mittlerweile bin ich so erfahren, dass ich kann sagen, es ist ein Teil von dem Business. Man kann es nicht allen recht machen. Wichtig ist für mich, dass ich kann in den Spiegel schauen und weiss, ich mache alles für den Erfolg der Mannschaft, für den Erfolg des FC Luzern. Und ich will niemandem etwas Schlechtes oder was auch immer. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich in den Spiegel schauen und sage, ich kann alles machen für den Erfolg. Motivation immer noch da, nach so langer Zeit, obwohl man langsam weiss, ja, es wird sicher nicht mehr 13 Jahre gehen, bis du dann irgendwann mal sagst, das wäre es gewesen. Wo holst du die? Weil wenn jedes Training bei jedem Wetter erstmal in die linke oder rechte Ecke gumpen, gibt es ein paar blaue Flecken und so. Also, wo nach all diesen Jahren ist für mich immer noch ein unheimlicher Stolz, können Goalie sein beim FC Luzern. Jeden Tag freue ich mich ins Training. Das ist sicher auch, weil ich gerne Fußball spiele, weil ich gerne Goalie bin. Aber ich bin stolz darauf, ein Teil der FCL-Familie zu sein. Und nach all diesen Jahren, in denen ich beim FC Luzern bin und in der Geschichte des FC Luzern ja noch länger, möchte auch ich liebend gerne irgendwann einmal einen Pokal gewinnen. Und das ist meine allergrößte Motivation, dass ich wirklich noch bis ich höre, wollte ich alles dafür machen, dass ich einen Pokal gewinnen kann. Das würde dann auch heissen, dass der FC Luzern endlich wieder einen Pokal gewinnen wird. Das ist meine ganz, ganz grosse Motivation vor jedem Training, vor jedem Spiel. Einmal blau ist, immer blau ist. Wenn es einen verkörpert, bist du. Was fasziniert dich nach wie vor, eben auch ein Aushängeschild zu sein für den Verein? Durch deine Treue? Ja, es ist natürlich der Club, wo ich gross geworden bin. Der Club, wo mir die Chance gegeben hat, Fuß zu fassen im Profibusiness. Und der Club, wo ich über die Hälfte von meinem Leben mittlerweile jeden Tag begleiten. Und es ist klar, einmal blau-weiß, immer blau-weiß, das ist einfach so. Das ist ein Virus, der ja im Innen ist. Und den will ich nicht mehr rausbringen. Aber eins muss natürlich auch ganz klar sagen, ich will ihn auch nicht draussen haben, weil es ist ein geiler Virus. Man sieht es dir auch an. Also meine blaue Pulli, weißes Hemdchen, also verkörpert ist es definitiv. Ich habe hier ein paar Kärtchen von ehemaligen Spitzen, Fußballer. Das ist also ein Legendenquartett. Ich bin froh, du könntest hier drei ziehen. Logischerweise fangen wir mal mit einem an. Claudio Sulzer. Der Claudio Sulzer. Könnte man als Fußballexperte von seiner Zeit begehen? Was geht er da durch den Kopf? Ich glaube, ein Stürmer gewesen. Ich persönlich habe nicht gegen ihn gespielt. Er ist ein bisschen älter. Ich kann dementsprechend auch nicht sehr viel über ihn sagen. Ich weiss, dass er viel Goal geschossen hat. Und heute bei der FIFA arbeitet. Muss man auch noch. He? Ich arbeite viel bei der FIFA. Jean-Paul Bricker. Den kennst du, hoffe ich, weil er doch immer in Trainer auf der Almend, unter anderem. Genau. Kennen natürlich auch wegen dem speziellen Dialekt, ist ein Walliser. Jean-Paul Bricker war der Trainer, glaube so, gerade in meiner Anfangszeit, als ich den FC Luzern richtig als Fan auch wahrgenommen habe, war wirklich die Zeit, wo er Trainer war. Und das ist natürlich heute noch ein Name im Schweizer Fußball. Ich denke, das ist auch ein Name, wo die Fußballschweiz sicher kennt. Ich arbeite, glaube ich, auch für FIFA, wenn es nicht recht ist. Also, dann habe ich jetzt den Sepp Blatter wahrscheinlich. Du kannst jetzt wahrscheinlich deine Karriere bei der FIFA lancieren, wenn du das richtig machst. Da freue ich mich. Ja, den kennen wir natürlich bestens auf der Almend. Paul Wolfisberg. Paul Wolfisberg, genau. Heute noch glaub, fast bei jedem Heimspiel dabei. Wenn ich ihn sehe, hat er immer aufmunternde Worte, immer zuversichtlich, sehr positiver Mensch. Trotz auch langsam ins Alter kommen, aber wirklich, wenn man mit ihm redet, kommt man Energie über. Und das fasziniert mich an ihm. Und er ist natürlich
bin auch froh, dass ich wirklich eine wahre Legende vom FC Luzern noch verwünscht habe. In unserem Freundschaftsbuch hast du geschrieben, dass du besonders gut kannst Windeln wechseln. Wie tut man sich so etwas aneignen? Ich habe das Gefühl, mit den Händen als Goalie ist man nicht so viel Feinmotorik bereit. Oh, aber erst recht. Ah. Man hat einfach das Gefühl, man kann es nicht, wenn man keine Händchen hat. Aber nein, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte grossen Bammel davor, vor dem ersten Mal wickeln. Ich habe gemeint, ich mache dem Mädchen weh. Das ist ja so fein. Aber mittlerweile wirklich geht das einwandfrei. Ich bin auch ziemlich zügig, wenn es muss sein. Und das Feedback von meiner Tochter, weil sie jedes Mal lachen, wenn ich sie wickle, zeigt mir eigentlich, dass ich nicht so viel falsch mache. Und darum habe ich geschrieben, ich kann gut wickeln. Du bist einfach ein Lustiger. Also, ja, vielleicht lacht sie mich auch aus, wenn ich es mache. Das ist die andere Möglichkeit, aber ich schaue es nicht so an. Also Baldea, Mann, Papi, Goalie bei FC Luzern, was machst du sonst noch im Leben? Was hat noch Platz? Ja, nicht mehr sehr viel. Denke, jeder, der junge Familie hat, weiss, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt einerseits. Also, ich werde wirklich außerhalb vom Fußball genieße ich die Zeit mit der Familie. Ich genieße jede Sekunde, wo ich mit meiner Tochter und meiner zukünftigen Frau kann verbringen. Das gibt einem Kraft. Freizeit verändert sich. Man kann nicht einfach irgendwie noch Playstation spielen oder was weiß ich. Aber man will es auch gar nicht. Ich bin froh, dass ich das Privileg habe, dass ich doch zwischen den Trainings viel Zeit habe. Dass ich denke, ich habe sehr viel Zeit für meine Tochter haben. Und das schätze ich wirklich sehr, um einerseits Zeit verbringen mit der Tochter, andererseits natürlich auch die Frau ein bisschen zu entlasten. Ist das Leben nach dem Fußball jetzt schon das Thema? Bist du da schon dran am Planen? Ja, richtig am Planen nicht, aber es ist sicher so, dass man sich die ersten Gedanken macht, vielleicht auch überlegt, wohin kann der Weg führen, aber wo das genau hinführt, da kann ich heute definitiv noch nicht sagen. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du gesund bleibst, dass das 16 wirklich ein unvergessliches Jahr wird, sportlich wie auch privat. Und am Schluss noch gerne entweder oder Fragen an dich. Roger Federer oder Stanislav Wawrinka? Federer. Warum? Ja, ich finde ihn einfach besser. Er hat eine feine Karriere hinter sich. Er repräsentiert sich in der Öffentlichkeit gut. Er hat alles gewonnen, was man kann gewinnen im Tennis. Finde ihn auch ein äußerst sympathischer Spieler. Und er spricht mich mehr an. Dann DJ Bobo oder Helene Fischer? Ganz klar DJ Bobo. Ich kenne ihn ja auch persönlich. Habe ab und zu mal zwei, drei Matches mit ihm im Fußballteam spielen können. Und ja, ich war zwei, drei in einem Konzert von ihm und geht einfach ab. Und der Helene Fischer, die kenne ich jetzt nur vom Fernsehen. Darum ist für mich klar DJ Bobo. Und schlussendlich noch Pilatus. Oder Matterhorn? Pilatus. Der Hausberg, der Berg, den man anschaut, am Morgen, wenn man aufsteht, gut, ist für mich ganz klar Eis. Und bist du jetzt Helmswil aufgewachsen? Also genau. Hast du immer ein bisschen den Schatten von unserem Hausberg. Sieht ihn aber auch von Schenken aus. Also gut, das funktioniert. Dann wünsche ich dir alles Gute. Toi, toi, toi. Danke für den Besuch. Ich möchte noch gerne unser Gästebuch natürlich in die Hand drücken. Also du da noch etwas signierst. Danke. Danke mal fürs Interesse bei Talk mit. Uns kann man natürlich auch ein Like auf Facebook oder auf YouTube natürlich umso lieber anschauen. Ich bin und bleibe der Andi Wolf. Gute Zeit, bis dann. Ademir Hans.